Schmecks, das Getränk für Fußballer. Schmecks, schmeckt und bietet Ihnen auch diese Zusammenfassung des Hallenmasters 2018 in Oberwart. Während dieses Hallenmasters 2018 ist das bereits 34. in der Geschichte des bundesländischen Fußballgeschehens. Und eines gleich vorweg, die Amateure des Bundesligisten SVM sind in diesem Hallenwinter wieder das Maß aller Dinge. 4 hohe Siege, das Kreuzspiel mit einbezogen sowie 25 Tore vor dem großen Endspiel sprechen wohl eine sehr deutliche Sprache. Sag mal, die Jungs setzen alles um, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben auch besprochen, dass es erst die Tugenden auch in der Halle jetzt zum Tragen kommen und dass wir technische Qualität haben, jeder Einzelne. Ja, das sieht man dann, wenn man mal vorne liegt. Aber wichtig ist trotzdem, Tugenden, Laufbereitschaft, Leidenschaft ans Parkett bringen und dann, ja, sind wir ganz stark. Und sicher wieder Titel, Wiederholung, Titelgewinn. Ja, das ist unser Ziel. Aber die Amas sind ja nicht alleine in der Oberwarter Sporthalle, sondern haben dort, wie gesagt, Gegner zu bezwingen. Das sind in der Vorrunde in der Gruppe A der ewige Widersacher SCSV Barndorf, Binkerfeld und Neudörfel. Jene Neudörfler, die eigentlich gar nicht zum Masters wollten, aber durch Platz 2 beim Rosalien Cup einfach aufgestiegen sind und qualifiziert wurden für das Masters. War das ein Abenteuer mit Schrecken? Für andere für ein schlechtes Ende nicht. Ich denke mal, wir waren bei allen Partien immer auf ein 2:2 oder 3:3 dran, haben dann leider einen entscheidenden Fehler gemacht und dementsprechend dann ja, das Spiel verloren. Wir sind froh, dass wir mit dabei waren, von daher sehr in Ordnung und wir werden schauen, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind und uns dann besser verkaufen als wie heuer. Weil man punktelos geblieben ist in Oberwart, aber auch die Barndorfer haben ja nichts erreicht und sind diesmal gar nicht einmal in die Endspielphase gekommen. Der SCSV Barndorf gewinnt hier aber mit 7:2 gegen die Neudörfler. In der B-Gruppe mit Stegersbach, dem oftmaligen Hallenmeister Neuberg und Hause Oberwart ebenfalls ein Team, das wie die Jungfrau zum Kind kam, nämlich Gobberling hier in Dunkelblau. Der SV Gobberling ist eingesprungen für den SV Güssing, der ganz knapp vor Turnierbeginn einfach abgesagt hat. Gastgeber ist die Sportvereinigung Oberwart, ebenfalls schon mehrmals Hallenmeister und sie probieren es diesmal wieder. Ja, Masters ist natürlich immer was Besonderes, vor allem daheim vom heimischen, Publikum. Die Nummer sind natürlich da, dass wir das Masters gewinnen wollen, aber es wird jedes Spiel ein Spiel werden. Und dann schauen wir endlich, was am Schluss rauskommt. Ja, und die Oberwarter erzielen im Eröffnungsspiel gegen Neuberg auch das erste Tor dieses Megaturnieres. Kapitän Marc Fackers höchstpersönlich ist im Eröffnungsspiel der Torschütze zum 1:0 und des ersten Tores. Letztendlich aber gewinnt die Konrad-Truppe über die Oberwarter mit 5:1. Vor den Kreuzspielen Mattersburg gegen Neuberg und Binkerfeld gegen Stegersbach ehren ASK-Präsident Christian Illitic und Dormann-Legende Tommy Mandl die Volksschule Trassburg für ihre Mädchengruppe im Fußball. Für die Mädels gibt es jede Menge Trainingsutensilien. Nach dem 8:2 des SVM über Neuberg und dem 4:3 von Binkerfeld über Stegersbach muss Platz 3 im Penaltyschießen ermittelt werden. Der SV Stegersbach gewinnt hier und wird Dritter des Masters-Turnieres. Dann das große Finale. Amas gegen den SC Binkerfeld. Schimandl. Dann Varga. Leitgeb. Und Behonig vor dem Wechsel. Sowie wieder Schimandl und Behonig. Sedlacek und Halper erzielen die Tore zum 8:2 Erfolg. Für die Binkerfelder gelingen Sperl noch 2 Treffer und verschönern damit das Ergebnis für die Reds. Viel Grund zur Freude über den neuerlichen Titelgewinn und über sein Tor. Der Sportreferent Magister Manfred Nuss. Ja, wir freuen uns riesig. Wir haben ein ganzes Jahr auf den Sieg hingearbeitet. Wir sind am Anfang nur glücklich, dass wir es geschafft haben. Besonders geehrt wird sein Mannschaftskollege Luka Pisacic. Er hat 11 Treffer im Rahmen dieses Turnieres erzielt.
Bester Spieler des Turnieres wird der Stegesbacher Daniel Siegel. Und bester Tormann der Binkerfelder David Keier. Also man muss ganz objektiv sagen, dass sich der SV Epp die Amateure den Sieg verdient haben. Sie haben sehr, sehr guten Hallenfußball gespielt. Sie sind körperlich sehr fit, technisch gut.